Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von Need to E-Mobility. Das ist das Sexy Cars Video. Ich weiß, oder wir wissen es. Wir wissen etwas spät. Ich muss mich entschuldigen, ich war im Urlaub, hatte echt viel zu tun jetzt auf der Arbeit, aber hab's jetzt endlich mal geschafft, das fertig zu schneiden. Aber Nico, besser spät wie nie, oder? Haben wir uns auch gedacht. Aber wir haben euch was mitgebracht, denn und ihr was könnt, richtig Cooles. Was und das cool Beste ist. Kommt ja immer zum Schluss. Und ihr könnt es gewinnen. Und was müssen Sie denn tun? Ihr müsst diesen Kanal abonnieren und einen netten Kommentar schreiben. Und was könnt ihr gewinnen? Was können wir gewinnen? Eine Weste. Aber was ist das für eine Weste? Der Stift. Der Stift. Auf dieser Weste haben alle YouTuber unterschrieben, die beim Sexy Cars Treffen dabei waren. Ja, oder viele müssen wir sagen. Viele waren schon weg. Diese, ja, war so denk, eine Blitzidee doch, von die, uns. Die meisten, ob das nun Stefan Schwungvoll ist, E-Fieber, dieser Dad, Nico Piquet, Electric Dave. Alle möglichen. Alle möglichen. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Und Carmania, Chris hat auch unterschrieben. Und jetzt würde ich sagen, kurzer Zusammenschnitt von allen Leuten, die unterschrieben haben. Fehlt aber noch. Ja. Wo seid ihr denn gerade? Auf welchem Kanal? Auf Need to E-Mobility. Richtig. Also da schreiben wir auch. Wir schreiben jetzt mal Nito hin, damit ihr nicht so lange lesen müsst. Richtig. Ich fange an mit meinem Namen. So. So, dann und jetzt werde ich auch noch mal. Dadurch, dass ich ein Hinterwäldler bin, reichen bei mir eigentlich 3 Kreuze. Und jetzt seht ihr doch mal, kommt doch mal ran, um diese Weste geht es. Zack. Die könnt ihr gewinnen, ist das nicht geil? Eine Weste vom T&E-Magazin mit allen Unterschriften der YouTuber, die wir noch so bekommen haben. Und glaubt mir, es sind wirklich coole Namen dabei. Und also, die Weste ist einzigartig. Auf jeden Fall. Also, dann, lasst ein Abo da und schreibt einen netten Kommentar. Ja. Sag mal, Nico, wie lange läuft denn die Verlosung überhaupt? Ihr habt bis zum 30. September 2022 Zeit, einen Kommentar zu schreiben und den Kanal zu abonnieren. Ja. Und dann seid ihr im Lostopf. Dann seid ihr dabei. Ach, das ist doch so, gut. Das ist doch gut. Wunderbar. Das ist ja, läuft ja hier wunderbar. Wieder. Wunderbar. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist der Tobi von Need to E-Mobility. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, das Auto ist gepackt. Nun geht es gleich los Richtung Hannover, um da so ein bisschen mit aufzubauen. Und ja, in freudiger Erwartung, euch morgen alle dort zu sehen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Auto ist ja gepackt und auf geht's nach Hannover zum Messegelände. Wir werden uns ab und zu mal melden. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch mal zwischenladen, damit wir, wenn es morgen so richtig voll wird und wir dann wieder auch abreisen am Sonntag, nicht das Problem haben, dass alles voll ist, regnet es um Hannover. Wir melden uns wieder, wenn wir bei Ionity sind. In Lehrte angekommen, laden wir jetzt das Model 3 voll und dann geht es zum Messegelände von, ja, dann brauchen wir auch morgen nicht mehr laden und übermorgen auch nicht mehr und kommen bequem nach Hause. Mal gucken, mit wie viel KW laden wir jetzt hier. Das schauen wir uns nochmal im Eimer an. Mit 122 KW. Also, ich hole mir jetzt erstmal ein Brötchen und was zu trinken und dann geht's weiter.
Wir sind jetzt beim Sexy Cars Treff und begleiten einfach mal so ein bisschen den Aufbau. Das meiste des Aufbaus ist schon fertig. Und jetzt geben wir euch noch mal so einen kleinen Einblick vorm großen Event, was morgen am 30. Januar nun stattfindet, wie das Ganze überhaupt so abläuft. Aufbau, was da alles so hintersteckt. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, jetzt schauen wir doch mal in den Innenraum der Halle. Moin, hallo. Seid ihr schon unterwegs fleißig? Oder? Ja, im Auftrag vom Veranstalter. Ach, das ist ja perfekt. Ja, jetzt gehen wir einmal mal ganz kurz rum. Hier in den Palast. Ja, so, hier haben wir jetzt die ganzen Aussteller. Das war einfach mal einmal ganz grob. Wir haben das Shop for Tesla, To Be Fair. Dann hier ganz stark Custom Tesla. Das ist ein Tesla Skateboard und zwar ist das ein Model S aus 2013. Aber ich glaube, da müssen wir morgen den Dominik mal fragen oder den Alex oder den Oliver. Die können uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Hier schwimmen alle Entchen im Frank. Auch das gucken wir uns noch einmal ganz kurz an. So, hier ist die Firma Jürs ganz stark aufgebaut. Jetzt laufen wir geradewegs auf unseren Kanalpartner Store in Charge. Auch hier wird noch fleißig aufgebaut. Also da steckt da noch ein bisschen Arbeit hinter. Hier haben wir so schöne E-Motorräder. Electrified Woman bauen hier auf. Da sehen wir gerade in Aktion die neuen Rückleuchten von StarTech. Und jetzt muss ich euch auch noch mal was zeigen. Gerade wo hier Platz ist, wir haben hier die schönen Lenkräder von StarTech. Welche Farbe würdet ihr nehmen? Blau, Rot oder Gelb? Schreibt das doch einfach mal unten in die Kommentare. So sieht das aus, wenn wir filmen. Hallo Nico! Hallo. Hier ist das schicke Auto. Mehr über die Produktion oder den Umbau des Autos seht ihr bei Buzzing Danzai auf dem Kanal. Den Link packen wir euch unten mal rein. Ja, hier wird jetzt fleißig aufgebaut. Die Vorbereitung für morgen laufen. So, gucken wir mal, langsam füllt es sich hier. Es werden immer mehr Autos, auch da gehen wir gleich mal die Reihe lang. Aber jetzt finde ich was viel, viel Interessanteres. Guckt euch mal den schönen Käfer an, umgebaut als E. So, von solchen Autos muss es wesentlich mehr auf den Straßen geben. Wen haben wir denn hier? Hier haben wir doch den André von E-Fieber. Moin André. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Was sagst du zu dem Käfer? Mega, mega. Was ich auch nicht wusste, da vorne dieser Porsche 911, der da steht, der ist auch elektrisch. Ach, guck mal, doch. Wir hatten eben schon gedacht, wieso kommt der hier rauf? Nee, nee, der ist auch elektrisch. Da müssen wir gleich mal hin. Den gucken wir uns doch mal an. Genau. Viel Spaß, wir sehen uns. Jetzt gucken wir uns noch mal den E-Käfer schön von hinten an. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Sogar CCS. Tatsächlich. So, den könnt ihr euch auch mal abscannen. Und gucken wir mal, was passiert. So werden Oldtimer zu Elektroautos. Ja, solltet ihr euch tatsächlich mal anschauen, wenn ihr Lust dazu habt. Hier sind doch die Gastronomie, wird noch fleißig aufgebaut. Also. Aber wo ist denn der versprochene Eiswagen? Ja, bingeli, 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 der kommt noch. So, ich muss mich jetzt mal setzen und so ein bisschen ausruhen. Nochmal ein Dank an André von E-Fieber, dass er mir so diesen einen schönen Stuhl. VIP-Stuhl hingestellt hat. Extra für dich? Extra für mich, neben meinem Stand. Ja? Müssen wir auch einmal nochmal schön raufbringen. Was machst du denn hier, sag mal? Ich regel hier, dass hier keine Verbrenner reinkommen. Das ist gut. Bloß weg mit denen. Jetzt habe ich hier drauf gerückt, jetzt haben das alle gehört, ne? Hallo. Komm ich ins Internet? Ja, ja, du kommst ins Internet. Ja, ey. Ins Fernsehen. Gerade eben haben wir uns den Käfer angeschaut. Aber jetzt guck mal, was wir hier haben. Einen Porsche 911 rein als E-Umbau. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Total klasse. Komplett E. Wir gucken uns das einfach mal von hinten an, wie das beim Porsche jetzt ausschaut. Hier haben wir die komplette Technik drin, wo früher der schöne Boxermotor drin war, ist jetzt ein E-Motor drin. Krass. Total krass, habe ich noch nie gesehen. Total, also da bin ich echt von geflasht. Klasse Auto. Hier fährt jetzt ein Auto nach dem nächsten.
Viele, viele weiße Teslas. Also sieht schon ganz gut aus. Aber auch dieses hier, guckt euch den Twizy an. Der ist gestern schon angereist. Den haben wir doch schon beim... Ich weiß nicht, war der das auf dem E-Day? Wir haben ihn schon mal irgendwo gesehen, ne? Das ist er bestimmt. Das könnte er sein. Er hat die Nacht auch hier geschlafen, in seinem Wohnwagen. Total klasse. Auch hier gucken wir mal ganz kurz rein. Hast du mal so einen Blick? Guck mal. Ist doch völlig ausreichend. Ne? Kleine Matratze drin. Jetzt gehen wir doch mal zu Electric Dave. Weil was der eingebaut hat, das habt ihr noch nicht gesehen. Ihr könnt ja schon mal raten, was meint ihr, was der im Frank eingebaut hat. Also ich habe es noch nicht erlebt und auch noch nie gesehen. Wir waren gestern da, der Nico und ich, und haben gedacht, was ist hier los? Der ist verrückt, der Typ. Der ist wirklich verrückt. Aber kommt mal her, wir fragen einfach mal nach. Ich habe den ganzen Kaffeekocher dabei. Moin. Sag mal, ist das richtig, dass man sich bei dir die Hände waschen kann? Ja, am Auto? Wenn es möglich ist, wenn es nötig ist, ja. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ein Waschbecken. Die Freundin möchte sich immer die Finger waschen können, Zähne putzen können und wir campen, ja. Wir schlafen jetzt im Auto. Und, klasse. Ja, und Abwasch, klasse. Alles Mögliche. Perfekt, ja, super, danke. Ja, das war das Auto von Electric Dave. Vergesst nicht, seinen Kanal zu abonnieren. Alle Links findet ihr sowieso. Alle Links findet ihr nachher in der Videobeschreibung. Auch Tesla ist hier stark vertreten. Hier hat man die Möglichkeit, sich die Autos anzuschauen. Soweit ich weiß, werden Probefahrten angeboten. Hier sieht man auch mal so ein schönes Serviceauto von Tesla, wie das Ganze dann ausschaut. Und hier haben wir Model Y Performance in Weiß aus Grünheide. Was man da wohl abscannen kann. Ja, probiert mal den Code abzuscannen. Das wollen wir jetzt mal live testen. Hast du was gewonnen? Leider nur Model Y Performance gewonnen. Wir gucken mal. Oh. Ach so, man kommt auf eine Probefahrt. Auf eine Probefahrt. So eine Fahne brauchen wir noch im Garten. Soll ich jetzt hauen? Ja. Au! So, jetzt kommen wir im Inneren und gucken uns doch mal an, was jetzt hier alles ist. Gestern haben wir uns den Aufbau angeschaut und jetzt ist alles fertig. Und da wollen wir gerne mit euch den Rundgang machen. Auch hier nochmal das Skateboard. Von diesem besagten Skateboard gibt es... Wie viel gibt es davon noch? Eins? Oh, das weiß ich gar nicht. Ein, zwei. Aber von denen sind noch keine da, also da müssen wir noch mal später herkommen. Was fällt euch da auf? Ja, gestern Abend war hier nichts los. Ich sag mal so. Sag. Werbung ist alles. Oh. Da ist ja noch einer. Größte Stand auf der Messe ist ja von Michael Scharnberg von der Firma Jürs, weil Glanz einfach sexy ist. Komm mal, wir gucken mal, ob wir was gewinnen. Oh. Na toll, Tobi. Na toll, Tobi. Soll ich auch noch mal mein Glück versuchen? Ja, mach du noch mal, komm. Ein Glasreiniger hast du gewonnen. So, hier haben wir vom Bodyshop Stegmann das Auto. Guckt euch mal die Felgen an, auch mit dem Gold. Hier gibt es heute was zu gewinnen. Den ersten Preis. Spurverbreiterung ST Easy Fit für Tesla Model 3, kein Performance. Zweiter Preis, Spurverbreiterung ST Easy Fit, Tesla Model 3 Performance. Dritter Preis, ST Federn 3030, den möchte ich gern gewinnen, aber ich darf nicht teilnehmen. Und hier haben wir jetzt auch nochmal einen Tesla, der so vorne so ein bisschen anders ausschaut. Also einmal kurz überpolieren, dann sieht das aus wie neu. Jetzt schauen wir uns doch mal ein Model 3 an, wo vorne... nichts mehr da ist. Kein Kotflügel. Ja. Es ist alles frei. Moin. Hallo, wen haben wir denn hier? Ah, ihr kennt mich nicht, ich bin ganz unbekannt. Ich bin der blöde Ausbeuter hier bei der Firma Stegmann. Ich bin der Dennis. Hi. Hallo Dennis. Was ist hier passiert an dem? Ja, wir haben nicht so viel zuladen dürfen beim Hochfahren. Haben wir gedacht, wir schrauben jetzt einfach mal ein paar Teile ab, damit wir das Auto hier hoch können mit dem Hänger. Nein. Ich habe gedacht, alle stellen hier die aufgemotzten Kerren hin. Wir gehen ein bisschen konträr und ihr seht mal ein bisschen was von der Technik. Ja, das ist schön, weil das sieht man ja sonst gar nicht. Also das sieht der Zuschauer oder der einen Tesla fährt, überhaupt nicht. Also ich finde das schon sehr interessant, wie das Ganze jetzt hier ausschaut. Ohne Wärmepumpe, gell? Aber ihr als Fachmann habt das ja schon lange erkannt, dass es ein Vorfacelift ist und wir hier noch die sagen wir, alte Tesla-Technik verbaut haben. Aber für unsere Zuschauer, schon, wo würde denn die Wärmepumpe sitzen? Genau, also wenn wir jetzt umgebaut haben, haben wir jetzt hier quasi das, was vielleicht ganz cool. Der Tesla macht ja auch Spaß, die bauen hier die Superbottle und das ist jetzt weg.
Und dann kommt hier quasi unsere Wärmepumpe mit Wassereinheit rein und der Kompressor wandert jetzt hier hin. Wenn wir jetzt ein Facelift hätten. Ja? Und darum auch ein kleinerer Frunk, weil wir natürlich jetzt weniger Einbautiefe haben durch die Wärmepumpe-Geschichte. Darum haben wir jetzt auch den geänderten Frunk-Einbau. Aber lieber einen kleineren Frank wie gar keinen Frank, oder? So sieht's aus. Also es gibt ja genug, die keinen haben. Also hier stand gestern so ein Wagen, ich glaube im Stern, ein EQS. Schönes, großes Auto, aber kein Frank. Ja, und dem geschulten Auge, was ist denn mir noch aufgefallen? Also die Spaltmaße muss man auch mal eben sagen, komm, das müssen wir jetzt mal erwähnen. Also das sind ganz schön gewaltige Spaltmaße. Ja, haben wir gestern schon darüber gediskutiert, dass wir gesagt haben, bei Tesla machen wir uns alle immer ins Hemd und sagen, der eine Millimeter, das passt nicht, Panel Gaps. Und dann kommt ein EQS da vorne für 120.000 Euro. Und keinen interessiert's. Das ist scheißegal. Aber okay. Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg, viel Spaß auf der Messe. Ich denke, wir werden uns nachher noch öfter mal sehen. Bestimmt. Und wir machen nochmal einen kleinen Rundgang. Dennis, vielen Dank. Viel Spaß und macht's gut. Danke. Ciao. Tschüss. So, hier sind wir bei unserem Kanalpartner Store & Charge. Hier bekommt ihr alle Lösungen, Beratung, wenn es um das Thema Wallboxen geht. Ich denke, da seid ihr wirklich sehr gut aufgestellt. Und auch hier den Link stellen wir euch in die Beschreibungsbox. Also wir haben wirklich alle Typen an Wallboxen, die es so gibt. Es geht jetzt nicht nur um den Kühlschrank, aber wir gucken einfach mal, wie dieser Kühlschrank betrieben wird. Das ist eine total geniale Sache. Super, oder? Also das finde ich klasse. Also genau dieses Feature braucht der Tesla. Nico, was sagst du dazu? Fände ich mega. Ja, ne? Das wäre eine coole Weise. Wir hätten weniger Probleme bei unserem Campen. Ja, klar. Ich glaube, das... Also er hat doch nur mal gesagt, softwaremäßig müsste es umgestellt werden. Ich glaube auch. Also es müsste eigentlich echt nur Software sein. Also beim ID3 soll es so sein. Ja. ID4-Serie. Stimmt. Da wird es gehen, aber das ist ein Feature. Daumen hoch für Kia und Hyundai. Ja, wir stehen hier beim Tesla-Ausstatter. Hallo, ich bin der Tobi. Wer bist du denn? Ah, ich bin Alex vom Tesla-Ausstatter. Ja, hallo Alex. Was bietet ihr denn Schönes an hier? Wir haben zum einen mal das ganze Tesla-Zubehör. Also wir haben Schutzmatten, wir haben Einsätze für die Türen aus Gummi. Wir haben natürlich die ganzen Organizer für die Mittelkonsole. Und wir haben vor allem heute unseren Tesla-Ring. Das ist ein smarter Ring, da ist ein NFC-Chip verbaut. Und der funktioniert im Grunde so wie die Keycard von Tesla. Heißt, man kann damit den Tesla aufmachen und auch fahren. Das heißt, ich halte den Ring, ich sag mal, an den Kartenleser und beim Starten dann in die Mitte an die Konsole und dann kann ich so losfahren. Mit ein bisschen Abstand. Man nimmt den, geht hier an die B-Säule und hält den einmal hier kurz hin. Und dann sieht man schon, dass die Lichter angehen. Das heißt, er hat jetzt verriegelt oder entriegelt. Ja. Und wenn man ihn neu hinzufügen will, einfach nur auf die Mittelkonsole legen und dann auf Verriegelung gehen, Schlüssel hinzufügen, wie man auch eine neue Keycard hinzufügt. Okay, cool. Und was habt ihr noch? Ich habe jetzt hier dieses Tablet gesehen. Habt ihr das auch am... Genau, das finde ich ganz witzig. Das ist ein faltbarer Tisch, mit dem können wir gerade beim Laden, kann man den praktisch außen einmal auf die Tür auflegen, hier drauf, und einmal auf die Mittelkonsole. Kann ihn dann schön vor sich legen und im Laptop zum Beispiel darauf arbeiten, dass man die Zeit am Supercharger dann auch richtig sinnvoll nutzen kann. Okay. Klasse. Wie finden euch denn eure Kunden oder zukünftigen Kunden? Was die müssen die eingeben? Auf tesla-ausstatter.de oder auf Instagram tesla.ausstatter. Da geben wir auch eine Menge Tesla-Tipps rund um, wie man den Tesla bedienen kann, was es für Hacks gibt und einfach coole Ideen, was man sonst so mit dem Tesla machen kann. Cool. Die genaue Adresse packen wir euch unten in die Beschreibungsbox und schaut einfach mal vorbei. Es gibt echt tolle Produkte. Da sage ich vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ciao. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Gattung der E-Mobilität. E-Mobilität auf zwei Rädern. Da haben wir einmal die kleinen, ich sage immer die kleinen Crosser. Und hier kommen wir jetzt mal zu den etwas größeren Kalibern, sage ich einfach mal, die E-Motorräder. Also das ist schon, wenn ich das hier so sehe, eine 125er, dürfte ich fahren. Nein. Ja. Darf ich noch fahren? Ich muss noch einen Führerschein dafür machen. Aber das sind 10 Fahrstunden und die Sache ist erledigt. Annika und ich sind ja am Überlegen, das tatsächlich zu machen. Danke. Aber wo wir dich jetzt treffen, hier gucken wir mal. Ja. Und dann Alexander. Alexander, was hast du hier alles so, weil du bist ja auch völlig im Schweiß und ich weiß, dass du auch gestern schon extrem hier am Arbeiten warst. Ja. Wie lief es denn heute? Heute ein paar Probleme gab es beim Parkplatz einweisen, aber das hat sich alles geklärt. Ne? Ja. Dass halt einige draußen stehen müssen jetzt, das ist sehr schade, aber das haben halt nicht alle auf den Parkplatz gepasst. Aber ansonsten, ja, hat sich jetzt eingenordet, sage ich mal, und läuft jetzt alles super. Meinst du, wir haben den Rekord gebrochen? Sind wir über 733 Autos gekommen?
gerade wurde eben schon durchgesagt an der Bühne, wir sind bei 927 und hoffen jetzt auf die 1000 zu kommen. Also Rekord ist geknackt. Ja super, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben ja noch ein paar Stunden, sollte doch machbar sein. Dann würde ich sagen, Mensch, hol dir erstmal ein schönes Getränk, mach Pause. Gehst am besten mal hier zu Dennis von Store & Charge, ja. Grüßt ihn von Tobi von Nito Immobility und fragst ihm, ob er dir eine Dose Energy gibt. Das mache ich. Mach das. Okay. Ja? Okay, euch noch viel Spaß. Tschüss. Hier stehen wir vor dem Tesla Model Y. Das ist das Auto Nummer 22, was in Grünheide zur Eröffnung ausgeliefert wurde. Und dieses Auto hat eine Besonderheit. Es wurde direkt von Elon Musk unterschrieben. Ja, da wird man neidisch. Das hätten wir auch gerne. Ne? So, wir stehen jetzt bei StarTech, bei Peter. Hallo Peter. Schön, dass du die Zeit hast für uns. Mal eben kurz. Peter, StarTech, ihr veredelt den Tesla. Genau. Wir sind eine Tochterfirma von Brabus. Brabus ist relativ bekannt. Ja. Und wir kümmern uns tatsächlich um die elektrobetriebenen Autos außer Mercedes-Benz. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist Brabus. Ja. Und wir machen Elektroautos Rest of World. So, das ist unser Job. Primär im Moment Tesla, Model 3 und Model Y haben wir ein Programm. Das sind viele Komponenten. Das ist eine Frontschürze, eine Heckschürze, ganz spezielles Auto. Was mit einer Folie, mit einer neuen Innenausstattung. Also hier ist mal alles drin, was geht. Mehr haben wir nicht. Das Auto, wie das, ich sag mal, so zusammengestellt wurde oder gebaut wurde, ist ja auf dem Buzzing-Dansein-Kanal von dem Nino. Den verlinken wir euch unten. Dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen. Genau. Das war eine spannende Aktion. Da haben wir wirklich so ein Making-of gemacht. Also wirklich von der grundsätzlichen Idee bis hin zum Produkt, was hier steht. Also es war auch ganz klar, wir bauen ein Auto für diese Veranstaltung und er betreut das von Anfang an bis zum Projekt, wie es jetzt hier ist. Ja, das finde ich gut und schaut euch das Video an, das ist echt klasse. Es ist leider nicht ein Video, es sind acht. Es sind acht Videos, aber es sind kurze Videos, glaubt mir, eine Stunde. Ja, bei Nino sind sie immer ganz kurz, Stunde bis anderthalb. Richtig, aber du sagtest gerade E-Autos, habt ihr irgendwann dann auch für andere Hersteller was im Programm? Seid ihr da an der Planung? Ja, wir sind an der Planung. Also wir wollen jetzt nicht nur Tesla machen, es gibt ja zum Glück mittlerweile auch ganz, ganz spannende andere Autos. Ja. Ich kann jetzt nicht so tief ins Detail gehen, aber... Aber es ist was in der Planung. Es kommt richtig. Was. Es kommt sehr was. Schön. Also geht auf die Seite von StarTech, informiert euch da und Newsletter, habt ihr sowas? Sicherlich. Ja klar, den könnt ihr abonnieren. Auf den. Abonniert den Newsletter und dann seid ihr immer auf den Laufenden. Peter, vielen Dank. Danke dir. Jetzt stehen wir hier bei Jürs, bei Michael Scharnberg. Haben wir eine Ähnlichkeit? Ja, sieht man. Super. Michael, du hast den größten... Stand ich hier. Den größten hat er. Und eigentlich auch die attraktivsten Autos. Oh, danke schön. Also ja, das finde ich ja super. Gestaltung, ja, ist schon fein. Also wir haben mal versucht, das klassische Unfall-Reparaturgeschäft außen vor hier zu lassen, sondern mal zu zeigen, dass wir eben auch Tuning machen, dass wir HiFi-Anlagen einbauen, dass man eben Bodykits verbauen kann und ganz diese Autos individuell eben designen kann. Das andere Geschäft machen wir sowieso. Haben jetzt auch Tibor mit an Bord, der schon mit dem Auto diverse Pokale abgeräumt hat. Wir haben die Firma M-Tech mit. Ja, und KW, StarTech sind wir überall Partner. Und eigentlich haben wir alles überall mal so ein bisschen verbaut, hier, um zu zeigen, was man noch aus diesen geilen Autos machen kann. Das heißt, wer irgendwas oder alles haben möchte von den ganzen Firmen, die du gerade erwähnt hast, ist genau hier an der richtigen Adresse. Ein Ansprechpartner. Die mit dem Herzen dabei sind. Auto abgeben. Ja. Und nach x Tagen ist er wieder sauber, genau. So wie man es beauftragt hat. Gerne mit Leihwagen, E-Auto oder auch Verbrenner. Also wir haben alles da. Ja. Und ich sage immer, jeder ist individual und jeder möchte was ein bisschen anders haben. Richtig. Sagt, was wir wollen und wir stricken dann was zusammen. Ich habe jetzt auch gerade wieder gehört, 3 Monate wartet der Kunde auf ein Ersatzteil. Ich habe mir das Bild angeguckt, habe gesagt, du 2 Stunden instand setzen, ist das heil. Man muss nicht immer neu nehmen, ne? Und die Kunden warten. Also man kann auch einfach mal reparieren. Das hat der Firma Stegmann gerade hervorragend gezeigt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es kurz gesehen. Die haben die ganze Stoßstange durchgeschnitten und haben sie wieder zusammengeschweißt. Man kann auch reparieren. Und das ist ja auch ein bisschen nachhaltiger. Aber das ist ja auch das Schöne in deinen Videos. Du sprichst es ja an. Ja, du bist ja nicht derjenige, oder die Firma Jürs ist ja nicht derjenige, muss neu. Teiltauscher, genau. Ja, also die dann wirklich sagen, pass auf, das kriegen wir so geregelt. Ja. Und was ich auch bei dir toll finde, wenn ich mit meinem Model 3 ankomme, Stoßstange ist wirklich platt. Und du dann sagst, pass auf, auch wenn es ein Versicherungsschaden ist, du hast ja eine Alternative. Genau.
Und das finde ich total klasse. Man muss immer die Wirtschaftlichkeit zwischen allen sehen, sag ich mal. Zwischen der Versicherung, dem Kunden, dem Auto. Das Auto ist ja auch noch wichtig. Viele Leute sagen, komm, wir schneiden das Seitenteil raus, da muss ein neues rein. Wenn man das aber instand setzen kann, ist es für das Auto viel besser. Und deswegen muss man immer gucken, individuell beraten, was ist eigentlich für alle am besten. Ja. Ja, Michael, vielen Dank. Schön, dich hier wieder getroffen zu haben. Komm jetzt ins Fernsehen. Du kommst jetzt ins Fernsehen und weiterhin noch viel Erfolg und viel Spaß. Und an dieser Stelle einmal an unsere ganzen Abonnenten von euren YouTube-Channel, von meinen, von Carmeniak, von Owe, von allen, die wir kennen. Ohne euch Abonnenten wäre das alles gar nichts. Und deswegen schön, dass ihr immer on board seid. Und den Link zu Michaels Kanal findet ihr unten. Tschüss. Tschüss. Danke. Danke, Michael. Also, wir sind jetzt hier gerade bei Custom Tesla. Was ist Custom Tesla denn überhaupt? Es fängt schon mal gut an. Erzähl doch mal, was macht ihr denn Schönes? Genau das ist Custom Tesla. Die Jungs, die keinen Plan von irgendwas haben. Ja. Außer an Autos rumzuschrauben. So kann man sagen. Also wir verstehen uns als Veredler, als Individualisierer für Teslas. Wir sind auf Tesla spezialisiert. Und wir erfüllen im Prinzip jeden Wunsch. Wir haben einige, ich nenne es jetzt mal Standardprodukte, die wir installieren. Aber wenn es darüber hinausgeht, besondere Folierung, besondere Lackierung, neue Teile, dann können wir die entwickeln, zulassen, bauen. Es gibt immer was Neues bei euch zu entdecken. Wenn ihr mal Lust habt, auf der Webseite von Custom Tesla ein bisschen zu shoppen, dann gebt doch mal diesen Code hier ein. Der heißt NITO, alles groß geschrieben. Dort spart ihr jetzt im Laufe der nächsten Woche 10% auf das gesamte Sortiment, außer den StarTech-Sachen. Und danach, also nachdem diese Woche abgelaufen ist, 5% auf das gesamte Sortiment. Also, happy shopping! Ja. Jetzt mache ich mal was Außergewöhnliches, weil ich spreche jetzt, also versuche es Hochdeutsch zu sprechen, weil Timo, der Veranstalter des Sexy Car Events, des weltweit größten E-Mobilitätstreffens, ist jetzt hier bei uns zu Gast am Stand von Tesla Owners Helvetia. Und wir haben uns was ausgedacht für ihn, weil wir möchten das Engagement, das er an den Tag gelegt hat, seine Begeisterung für die Elektromobilität und was er alles macht und tut in diesem Zusammenhang mit einem kleinen Präsent ehren und ihn dafür und uns dafür bedanken bei dir, dass du dich so für die Community ins Zeug legst. Armin. Ja, auch von meiner Seite, Herr Timo, vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz, der wirklich freut mich, dass ihr hier seid, das ist das Wichtigste. Besten Dank, dass du uns diese Plattform bietest. Und das ist ja so ein sexy Anlass, deshalb möchten wir dir auch einen sexy Wein schenken und hoffen, dass du auch einen Das ist aber nicht alles. Das Problem ist, den muss ich ja dann aufmachen, das würde ich niemals machen. Also, das Problem ist damit gelöst, dass du noch eine zweite Flasche ohne genau. Doch, mit. Also, dann, dass wir bei dir in guter Erinnerung bleiben, noch unseren Club wimpeln. Ich werde dir zugeballert. Ja, und hier auch noch ein kleines Andenken mit dieser guten alten Tesla-Zelle, original aus einem Model S85. Das soll hoffentlich auch bei dir einen Platz finden. Ja. Vielen Dank. Und vielen das Dank. Soll ich würde jetzt gerne Schweizerdeutsch antworten. Versuch's doch. Nein, ich habe mich eben schon mal zum Affen gemacht. Das hat jeder Schweizer hier am Stand erlebt, als ich versucht habe, auf Schweizerdeutsch zu reden. Und das ist immer peinlich, wenn wir Deutschen da irgendwie so einen Mist machen. Aber ich bin ja Top-Mitglied und kann diesen Club wirklich nur euch allen in ganz Europa, in der Welt, kann ich euch diesen Club ans Herz legen. Ich war schon auf einem internationalen Tesla Owners Club Summit und wer hat am meisten geglänzt von den ganzen Clubs, die da anwesend waren, und das, ich erzähle keinen Scheiß, das war der Top. Also ihr seid Vorbild internationaler Owners Club Konzerne, sag ich, Clubs. Ja. Vielen herzlichen Dank. Und das ist ein Zeichen unserer Wertschätzung für deinen Einsatz, den du für die Elektromobilität leistest. Vielen herzlichen Dank. Danke. Noch ist ja nichts vorbei, denn der Anlass. Wir freuen uns jetzt noch auf
die letzten Stunden. Bis wann dauert es heute? Bis 19 Uhr? Nein, 22 Uhr ist die Party leider zu Ende. Aber jetzt der offizielle Teil geht bis 18 oder 19 Uhr? Bis 19 Uhr und danach geht die Party los. Party los und dann kommt das Camping. Und dann geht das Camping ja noch los. Also wir haben uns unheimlich viel vorgenommen für heute. Okay, danke vielmals, Timo. Vielen Dank. Und weiterhin schön, dass ihr den gut langen Weg aus den Bergen hier ja gemacht habt. Ja, die Kühe haben wir nicht mitgebracht. Ja, aber es reicht, dass ihr da seid. Wen haben wir denn jetzt hier? Der YouTube-Kanal neulich an der Ladesäule. Schön, dass ihr hier seid. Ja, gerne. Ich bin ja gerade so ein bisschen, dass wir uns jetzt mal live wiedersehen, finde ich total klasse. Wie findet ihr die ganze Veranstaltung? Spannend. Also das Tolle ist, wir sind jetzt ja hier mitten in der Blase drin und alle ziehen an einem Strang. Alle finden das Thema gut, sogar die wenigen, die mit dem Verbrenner gekommen sind. Ja, das stimmt. Was ich ganz toll finde, dass die Bühne, also auch die Zuschauer, doch reichlich davor sitzen. Also das ist ja doch sehr interessant, das Ganze. Es ist witzig, das wirklich interessiert auch angeguckt. Ne? Ja. Also wir waren gestern schon hier und da war so ein Vortrag über Umwelt und eigentlich wird das Thema gewesen, was auch heute nochmal hätte öffentlich so ein bisschen breit getreten werden müssen. Genau, der Volker, der hat gestern darüber gesprochen, Volker Quaschning. Und es war schon wirklich interessant, es war erschreckend, war es eigentlich, das ganze Thema, wie weit wir sind, wie lange es noch dauert, bis wir eben ein riesiges Problem haben. Also diesen Vortrag hätte ich gern heute hier tatsächlich gesehen, allein um die Menge der Menschen da mal mit so ein bisschen zu informieren. Und was ich erschreckend fand, wie viele Jahre wir gebraucht haben für ein Grad und wie schnell wir das auf einmal in ein paar Jahren rausholen. Er ist 20.000 Jahre zurückgegangen und richtig. In den letzten 20.000 Jahren war es irgendwie ein Grad. Ein Grad, jetzt richtig. Jetzt haben wir in den letzten 120 Jahren, haben wir jetzt fast schon wieder ein Grad drauf. Und da können wir auch mit unseren E-Autos nicht mehr so viel. Es ist ein kleiner Baustein, aber es muss noch viel mehr passieren. Ja, aber je mehr Leute jetzt umdenken, zu Hause sparen, hier sparen, erneuerbare Energien, dann sollten wir doch zusammen die Möglichkeit haben, das irgendwie hinzubekommen. Viele Bausteine ergeben ein Tropfen, irgendwann haben wir das mehr. Aber es ist noch viel zu tun. Richtig, also in diesem Sinne, wir alle können was tun. Und ich würde einfach sagen, guckt hin, dass ihr irgendwie was tut. Photovoltaik. Und hier, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Den Link von den Jungs findet ihr bei uns unten in der Beschreibungsbox. So, jetzt stehen wir hier bei StarTech und haben den Chris von Carmaniac. Hallo Chris, schön, dass du Zeit hast für uns. Ja, hi, vielen Dank fürs Interview. Chris, wie findest du die Messe hier? Super. Also für mich ist natürlich an allererster Stelle das Fantastische der Austausch mit der Community. Normalerweise, klar, ich lerne an Ladesäulen Leute kennen und immer wieder so random auf der Straße, die einen ansprechen. Aber hier kommen die Leute ja wegen einem. Und das ist schon toll, die Leute kennenzulernen, der Austausch. Ne? Und es ist viel weniger, als dass ich dachte, was heißt viel weniger, eigentlich gar nicht, so diese typischen Hater, die gibt es hier gar nicht. Ja, die hast du nicht, das stimmt. Ich habe zwar zwei getroffen, die ich weiß, dass sie es tun, aber ich habe erst im Nachhinein herausgefunden, dass die das sind. Und die waren total nett vorher. Und das zeigt mir auf, wie Social Media tickt. Ja, ich glaube, das ist eine ganz besondere Blase. Wenn man Aug in Aug steht, ist was anderes, als wenn ich vor dem Computer bin. Ja. Der sieht mich nicht. Und dann ist die Hand schneller und dann haut die irgendwas raus. Ja. Sehr anonym. Jetzt habe ich meinen Text verloren. Ich bin doch ein bisschen aufgeregt. Musst du drin lassen, das macht es authentisch. Richtig. Aber Chris, du bist auch einer, wenn man dich an der Ladesäule trifft. Man kann dich ansprechen. Und das finde ich eigentlich total klasse. Du bist offen und... Voll, also ich nehme mir immer eigentlich auch mehr Zeit, als ich habe. Ich habe eigentlich keine Zeit, weil ich immer schon irgendwie nachhänge bei den Fahrveranstaltungen. Es ist immer so, dass wir schon Zeit dranhängen, die wir eigentlich gar nicht mehr haben. Nur die Hersteller lassen es natürlich, weil sie wissen, dass dabei was Gutes bei rumkommt. Und dadurch bin ich dann unterwegs natürlich auch schon im Zeitverzug, möchte natürlich zu Hause ankommen. Ja. Aber ich nehme mir einfach die Zeit für die Leute, weil die freuen sich ja und ich versetze mich einfach in deren Situation. Für viele ist das was ganz Besonderes. Und wenn ich dann... Ja, jetzt ist hier gerade ein bisschen laut, die Jungs von StarTech drehen ein bisschen auf. StarTech sag ich schon, Custom Tesla, völlig verrückt. Also wenn ich dann mir die Zeit für die Leute nehme, weiß ich, wie das auf mich wirken würde, wenn ich jemanden treffe, den ich mag, der zugänglich ist
und der sich die Zeit für mich nimmt und nicht immer wie in der Welt so, ja, ich muss jetzt. Ich sag mal so, wenn ein Ed Sheeran es hinkriegt, greifbar für Menschen zu sein, sich mit denen zu unterhalten, gibt es keinen anderen Menschen, der das Recht hat, nicht greifbar zu sein. Ne? Also wir sind trotzdem nur YouTuber, in Anführungsstrichen. Und man sollte sich nicht für wichtiger nehmen, als man ist. Aber du bist natürlich auch ein Vorbild, muss man wirklich sagen. Und das finde ich halt gut, dass man auf dich zukommt und du offen für alles bist. Das macht dich auch irgendwo aus. Chris, eine Frage habe ich noch. Hast du ein, oder was war so dein schlimmster Kommentar oder Hate-Kommentar, wo du wirklich gesagt hast, das ist unter der Gürtellinie, das Schluss, da mache ich nicht mit? Also den genauen Duktus weiß ich nicht. Jemand hat halt mal irgendwie meine Frau als fette Sau beschimpft. Oha. Der auch andauernd so solche Kommentare gemacht hat und dann natürlich sich gesteigert hat, als er gemerkt hat, dass es nicht so funktioniert, wie er das will. Und er wollte halt die Grenze überschreiten, wobei es gar nicht stimmt. Also wenn es so wäre, dann kann man auch sagen, okay, du bist ein Affe, dass du sowas schreibst, aber es stimmt ja noch nicht mal. Und er hat es trotzdem geschrieben, um mich zu beleidigen. Ich sage immer so, ich würde halt diese Leute gern so live kennenlernen. Erstens, dass sie merken, dass ich gar nicht so schlimm bin, wie sie vielleicht denken, warum sie auch immer das denken. Und zweitens, weil ich denke, dass diese Leute halt immer so klein mit Hut sind. Richtig, also einfach Pimpfe, das muss ich echt so sagen, die halt irgendwie nichts gerissen haben. Und sie fühlen sich auch beleidigt, wenn ich sowas schreibe, ich kann nicht mit konstruktiver Kritik umgehen. Nein, wenn du mir so kommst, komme ich halt so zurück. So bin ich auch im echten Leben. Absolut anschmiegsam, sozial, helfend. Aber wenn mich jemand anpisst, dann habe ich keinen Grund, irgendwie nett zu sein. Und das Schlimmste, was man mir aber sagen kann, ist, dass ich gekauft bin und dass ich schlecht bin für die Elektromobilität, weil mich das bei all der investierten Arbeit tatsächlich kränkt, weil jeder Zuschauer, und das darf man nicht vergessen, das kostenlos guckt. Es ist kostenlos, ich investiere 60 Stunden Arbeit in der Woche ungefähr in YouTube, und bei so einem kostenlosen Format, wo es keine GEZ gibt oder sowas, ist es anmaßend, mir solche Sachen nachzusagen, finde ich. Gerade weil es einfach umgekehrt ist. Ja, die Leute sehen aber auch nicht, was das für eine Arbeit ist. Also wir merken es mit unserem Kanal schon. Wir machen es wirklich nur nebenberuflich oder einfach aus Spaß an der Freude, was da für eine Arbeit ist. Und du machst das ja wirklich 60 Stunden. Und da gehört ja nicht nur vor der Kamera stehen, da ist ja wesentlich mehr dahinter. Ja. Und von daher, ja, Chris, würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du Zeit hattest. Und wir wünschen dir noch viel, viel Spaß hier. Ja? Dankeschön. Danke, Chris. Auch. Danke. Ja, wir stehen hier bei Charge Ninja. Charge Ninja hat ein... auch für mich ein sehr wunderbares Produkt, was, ich sage einmal, wie der Juice Booster funktioniert, aber ich finde in meinen Augen wesentlich besser. Und zwar, das ist dieses Set, bestehend aus allen möglichen Adaptern. Wir haben einmal den England-Adapter, wir haben den CE16-Adapter, 32-Adapter, Camping-Adapter und natürlich auch den normalen Schoko-Adapter dabei. Was hier total klasse ist, du kannst hier auf das Display drücken und kannst dementsprechend, kann man seine Ladezeit einstellen. Sprich, ich kann einstellen, wann soll er beginnen zu laden und wann soll er wieder aufhören. Hat natürlich den Vorteil, wenn ich irgendwo in einem Hotel bin und die sagen, du kannst laden, aber erst ab 22 Uhr, dann brauche ich nicht um 22 Uhr wieder zum Auto gehen, sondern ich programmiere das einfach ein. Ja, bei Charge Ninja, da haben wir hier, habt ihr so einen schönen Discode. Den Link packe ich aber euch nochmal mit in die Beschreibungsbox. Da bekommt ihr dann nochmal einen kleinen Rabatt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch auf der Seite mal das Ganze anschaut, weil ich denke, es ist wirklich ein klasse Produkt und der Preis ist unschlagbar, weil ihr liegt bei dem Gesamtpaket bei 799 Euro. Gegenüber den Juice Booster kommt er nicht mit und hat absolut das gleiche an Mehrwert. Im Gegenteil, ihr habt sogar noch die Wandhalterung dabei, sowie eine Kabelhalterung.